Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher 3. Wir sind dem Tölpelbold gefolgt und da ist er noch. Ein guter Geist soll das aus dem Fehlgeborenen ist ein Tölpelbold geworden. Aber jetzt erkunde das Gebiet um die Räucherei mit Hilfe deiner Hexersinne. Das mache ich doch glatt. Wir haben hier schon zwei Hinweise. Hier ist noch ein Hinweis. Ein Arm, Ralf. Eine von ihnen muss ihn verloren haben. Sie waren beide hier. Ich bin auf dem richtigen Weg. Folge dem Tölpelbold? Da geht's ja noch Sie weiter. Ich will mir noch was zeigen. Ja, und da hinten sind Wölfe oder irgendwas? Die ignorieren wir mal gekonnt. Und laufen dem Tölpelbold nach. Wohin will er? Wohin will sie? Es ist ja die Fehlgeburt der, war ja... Nein, da sind... Da haben sich ein paar Mikrofage einen schönen Tag gemacht. Ja. Das sollte ich nicht sagen. Nein! Ich denke... Nein, weg, 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 weg! Nein, da ist ja noch einer. Uah. Ich wollte eigentlich nicht nach Plötze. Irgendwie. Das ist. Jetzt. Nein! Das fängt ja gut an! Okay, rennt weg. Puh. Ich sollte den Pferdekadaver untersuchen. Ja, ich sollte erstmal die Moderköpfe wegmachen. Die Moderhäute. Wir sind da noch. Nein, weg, 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 weg! Der explodiert. Okay. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Wo haben wir... Was war... Waren sie? Und es ist Nacht. Wir regenerieren uns nicht in der Nacht. Sonne und Sterne. Okay. Was haben wir denn da? Knochen untersuchen wir. Die Knochen liegen hier schon eine Weile. Den Sattel? Der Sattel ist angebissen. Mikrophagen fressen heutzutage aber auch alles. Die fressen Sattel? Lasst mir Plötze in Ruhe. Riesige Klauen. Das war kein Mikrophage. Lasst mir trotzdem Plötze in Ruhe. Ein Hufeisen fehlt. Zufall? Oder ist das vielleicht das Tier, das in der Räucherei eins verloren hat? Den Kopf? Der Kopf einfach abgerissen. Das erfordert enorme Kraft. Dann fassen wir mal zusammen. Muss eine mächtige Kreatur gewesen sein. Hat sie kalt erwischt. Hoffentlich sind sie entkommen. Die Spur führt weiter. Gut, dass sie hier noch nicht endet. Ja. Aber ich sollte... Tölpelbold, wartest du auf mich? Ich würde kurz mal meditieren. Geht das? Meditation? Wir haben 2:09 Uhr, dann machen wir es bis...
4 Uhr. Hoffentlich wartet Tölpelbold auf uns. Er hat gewartet. Sie hat gewartet. Und jetzt regenerieren wir uns auch. Wenn jetzt Tag wird. Also diese Modder heute da, diese, ja, wie hießen sie? Die sind echt nervig. Jetzt kommen alle her. Okay, geht weiter. Da ist wieder eine Hütte. Ist das unser Ziel? Eine Fischerhütte. Er möchte wohl, dass ich sie mir näher ansehe. Ein zerbrochenes Ruder, was soll ich damit? Was suchst du hier, Fremder? Unsere Hütte hat nichts zu bieten. Wir haben nichts. Wir wissen nichts. Ich suche jemanden. Zwei Frauen. Die Ehefrau und die Tochter des blutigen Barons. Hier war niemand, Herr. Wirklich? Kam hier keiner vorbei? Die Tochter ist mittelgroß, etwa 20. Ihre Mutter schlank, etwa 40. Gesehen? Die kam doch neulich in der Nacht, oder Mama? Still, Junge. Okay, was ist mit der Frau passiert, die hier war? Wen hast du gesehen? Kannst du sie beschreiben? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nehmen wir das Erste. Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters. Weil ich's auch nicht bin. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Ich muss wissen, ob sie am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt. Aber Frau Anna, das ist eine andere Geschichte. Aber überall ist's besser als auf Krähenfels mit dem Baron. Warum? Weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, meine ich. Alle haben's gewusst, aber keiner hat was gesagt. Ja, das wissen wir ja auch mittlerweile. Was ist mit der Frau passiert, die hier war? Also das haben... Ich kann beide fragen? Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters. Weil ich's auch nicht bin. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Ich muss wissen, ob sie am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt. Aber Frau Anna, das ist eine andere Geschichte. Aber überall ist's besser als auf Krähenfels mit dem Baron. Warum? Weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, meine ich. Alle haben's gewusst, aber keiner hat was gesagt. Hatte ich gerade ein Déjà-vu? Ich dachte, man kann das nur einmal fragen, also die gelb unterlegten Fragen. Nein, tut mir leid, ich hab's nicht gescheckt, dass ich das hier jetzt zweimal gefragt habe. Ja, wo ist die Frau des Barons? Was ist mit Tamaras Mutter passiert? Es war so, ich hab in der alten Räucherei gewartet, mit Pferden. Kalt war's und dunkel, konnte fast nichts vor Augen sehen. Der Mond stand schon hoch, doch sie kam nicht. Hab schon gedacht, ein Dämon hätte sie geholt. Aber dann kamen sie doch und wir sind zum Fluss. Dann gab's auf einmal einen Sturm. Dacht schon, der reißt mir die Rübe ab. Und dann diese Mistvögel. Riesenschwärme überm Wald. Haben gekreischt, dass ich aus den Ohren geblutet hab. Frau Anna hat geschrien, hat sich gekrümmt. Tamara hat sie an den Armen gehalten. Da hab ich's gesehen. Das Brandzeichen auf den Händen.
Was? Warum hast du ihnen geholfen? Warum hast du ihnen geholfen? Du hast einiges riskiert. Ich habe Fräulein Tamara was geschuldet. 3 Monde zuvor hatte mein Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Tamara hat davon erfahren. Versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet. Kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. Und was geschah dann? Na gut, und was geschah dann? Es wurde immer dunkler, als wären die Sterne erloschen. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann, aus dem Wald, dieses Brüllen. Mir brach der Angstschweiß aus und mein Atem stockte. Da sprang eine Kreatur aus dem Wald, so groß wie eine Scheune, mit Hörnern und 2 glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. Das Viech griff Frau Annas Pferd an, riss ihm den Kopf ab, trug sie in den Wald. Unsere Pferde, meins und Fräulein Tamaras, erschraken und rissen sich los. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück, nach ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah. Sagte, alleine würde sie dort draußen sterben. Ja, und was, das würde mich jetzt am meisten interessieren, was hat dieses Brandzeichen dazu bedeuten? Ich habe das nicht richtig, erzähl mir mehr von diesem Brandzeichen. Was für Brandzeichen? Sie hat, also, wie von einem Brandeisen, auf ihren Händen, innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Genau. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch brennen. Danke für deine Hilfe. Nur ich weiß nicht, was jetzt ein. Danke für deine Hilfe. Dem Fräulein, dem wird's doch gut gehen, oder? Dafür gebe ich mein Bestes. Okay, wir haben ein Quest gelöst und wir haben 2 neu dazugekommen und mein Schwert ist kaputt. Eine Angel. Hier trennen sich also unsere Wege. Ich danke dir, Dea. Geh in Frieden. Und wir haben 300 Erfahrungspunkte und wir haben und 2 neue Quests, ja. Ein Quest gelöst, 2 neue dazu. Wenn das so weitergeht, wird das Let's Play noch in 5 Jahren laufen. Dann bei Folge 2778 werden wir dann endlich uns dem Ende nähern. Nein, jetzt gucken wir mal, sprich mit dem Baron und dann Tamara finden. Jetzt weiß ich nicht, welches... Das ist das. Holen wir uns Blötze. Und dann noch das Schwert reparieren. Hoffentlich kriegen wir... Der Baron könnte uns auch mal ein bisschen Geld geben. Damit wir unser Zeugs auf Vordermann bringen können. Ah, es sieht aber wirklich super aus. Nein, nicht schon wieder Schwert ziehen. Ich habe im Moment kein Interesse. Und tut man plötzlich nicht das an, was dem Pferd da... wo da eben gelegen hat, passiert ist. Ja, ich denke, dass wir sind auf dem richtigen Weg. Nein! Ich will doch dahin. Ich habe den Autopiloten drin gehabt.
Klötze hat einen Autopilot. Wenn ich auf einem Weg reite und den Stick nicht bewege. Ein Ertrunkener. Nein! Runter von Plötze! Lass mir Plötze in Ruhe! So, den Rest laufen wir. War jetzt nicht so geplant. Die sind vertrimmt worden wie Novigrader Hure. Wundert's dich? Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Wo kam der überhaupt her? Woher soll ich das wissen? Wenn du so neugierig bist, frag ihn doch selbst. Ja, das habt ihr letztes Mal, habt ihr mich auch nicht gefragt. Dann sage ich es euch auch nicht. So, mit dem Baron reden. Aber vorher noch mein Schwert reparieren lassen. Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Ist ja scheintot, dass du mich irgendwie zusammen. Ich komme gar nicht. Gerade andere Dinge. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Okay, wo ist der Schmied? Aua. Der Weideler bittet den Hexer um einen Dienst. Einen Hexerdienst sozusagen. Wie kann ich dir helfen? Sag es mir. Der Weideler braucht einen Mann ohne Furcht vor dem Bösen. Das Ahnenfest ist nah. Wir müssen Rituale abhalten. Wandernde Seelen werden auftauchen. Und verfluchte Seelen auch. Wir müssen den Kreis vor diesem Wesen schützen. Ui, dann, ja, wir müssen mal gucken, was wir müssen Geld reinkriegen. Was springt dabei für mich raus? Hexer tun nichts kostenlos, das weiß der Weideler. Keine Sorge, der Weideler weiß auch, wie man jemandem die Hilfe vergilt. Ja, und was krieg ich? Wir brauchen Geld. Ich muss gerade wieder Schwert reparieren. Fragen wir nochmal nach dem Ahnenfest. Wozu ist das Ritual überhaupt da? Manche Menschen sterben voller Leid. Manche holt der Tod zu früh, ohne dass sie die Bitterkeit des Lebens erfahren haben. Diese armen, unerfüllten Seelen können dieses Jammertal nicht verlassen. Ihre Geister wandeln unter den Lebenden. Sie müssen gerichtet und auf den Weg geschickt werden. Dafür ist das Ahnenfest da. Dann nehmen wir die nächste Quest an. Sieht aus, als könntest du einen Hexer gebrauchen. Also gut, ich helfe dir. Der Weideler hat gewusst, dass du nicht ablehnst. Es ist an der Zeit, die Leute zu versammeln. Wir müssen über den See fahren, zur Reuseninsel. Dort treffen wir uns, im Steinkreis. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Okay. Und uns die Bestie vorknüpfen. Die Alte vom Schmied? Die mit der Zahnlücke? Keine schlechte Idee. Zuerst kamen die Armeen. Die Poppen. Ich rede von den Kreischlingen. Sensenmann muss großen Spaß haben. Spinnst du? Wie kann ich helfen? Ja, mein Schwert reparieren, bitte. Nein, kein Quint. Ich brauche eine Rüstung. Nein, brauche ich nicht. Ich brauche ausgerüstet. Und das ist kostet auch nur 14. Das ist mein Silberschwert. Dann, ja, das habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Es steht ja dann, das, was ich ausgerüstet habe, da steht dann ausgerüstet drunter. Logisch. Okay, das ist mal repariert. Das ist wieder tipptopp in Ordnung. Und, das ist das Stahlschwert, das ich ausgerüstet habe. Gucken. Das hier ist... Ach nee, das ist das Hexer... Das sind die Hexerschwerte. Da muss ich ein Stahlschwert haben. Stahlschwert, das ist... Ich habe aber hier mehr Rüstungsdurchbohrung beim... aber das ist ausgerüstet und das behalten wir auch mal erstmal. Bis wir ein besseres finden. 51! Wir haben nur noch 228.
handeln. Verkaufen wir gerade mal unseren Krempel, den wir nicht mehr brauchen. Streitkolben, stumpfes Beil, der kleinen süßen Knüppelchen, Streitkolben. Das will ich behalten. Das Schwert der wilden Jagd. Aber die Beilchen brauchen wir nicht. Was ist das hier? Warum habe ich das nicht ausgerüstet? Knüppelchen? Breitkopfbolzen? 10 Stück. Da haben wir nachher mit dem besseren Muni haben wir nachher nicht mehr unendlich. Na gut, wir haben ja noch. Wir haben noch genug Platz im Inventar. Dann leb wohl. Leb wohl. Barmen, nimm uns nicht die Kinder weg. Mach mal Pause. Ja, mach mal Pause. Weidler, der ist ja. Du Weißer, was willst du? Weiß der blutige Baron, dass du hier bist? Ja, er weiß es. Weißt du, wer ich bin? Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Das werde ich dir nie vergessen. Hier, zum Dank. Okay, das... Die Jungs sagen, im Dorf gäbe es ein Mädel, das dich für ein paar Essensreste ranlässt. Und zwar keine zahnlose Alte. Die soll jung und zart sein, mit einem Zopf bis zum Arsch. Vielleicht. Blödsinn. Aber vielleicht... Womit habe ich nur verdient, dass du mir am Arsch klebst? Ja. Wir haben... Sag euch, wo die Beute ist. Deine Kumpels haben die Beute längst unter sich aufgeteilt. Das hätte ich jedenfalls gemacht. Ich könnte einen Rachenputzer vertragen. Zufällig Wodka dabei. Krieg's keinen. Brauche ich selber für meine Tränke. Hey, hab ich schon mal erwähnt, dass ich das liebe, denen zuzuhören, einfach was sie da. Ich. Was hast du da? Was willst du, Mann? Der braucht einen guten Fick. Also Dialoge, ja. Moment, ich muss mal gucken. Ich bin jetzt, Weltkarte. Wo? Der ist hier. Gehen wir zum Baron. Der muss oben. Ne, der ist hier drin. Du da, Weißer. Du hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Gras gegangen. Nicht wirklich. Wo ist der Baron? Ist der oben? Der ist gar nicht hier drin im Haus. Ja. Unser Furzer. Ja, der ist hier nicht drin. Aber war schön, wieder hier zu sein. Gehen wir wieder runter. Ach, hier ist er. Weißer, du hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas. Hexer, auf ein Wort bitte. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Man nennt mich den Feldwebel. Relikt aus meinen Armeezeiten, verstehst du? Als Philipp, also der Baron, und ich unter temerischer Flagge gedient haben. Ich habe eine Frage an dich. Ja, frag doch. Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts. Sitzt nur da. Ja, dann ist ihm dem Baron doch nachgegangen, was er da angerichtet hat. Aber hier können wir schön Kräuter farmen.
Aber reden wir erstmal mal mit dem Baron. Hier liegt noch was. Liebesbrief. Den lesen wir mal schnell. Nein, der müsste dann bei den... Wo ist der Liebesbrief hin? Jennifers Brief. Wo habe ich den Liebesbrief? Gucken wir hier mal durch. Blutverschmierte Notizen, Notiz einen Strahl. Da ist, das sind alles Bücher. Liebesbrief enthält Zusatzinformationen. Mein geliebter Mann, wie war ich nach deinem letzten Brief erleichtert? Ich bin so froh, dass du nach der Verletzung auf dem Wege der Besserung bist. Mir ist klar, wie es dich betrüben muss, die nächsten Wochen in einem Feldlazarett verbringen zu müssen. Aber mein Herz ist voll der Freude darüber, dass du nicht mehr, dass du nicht mehr dein Leben auf dem Schlachtfeld reagierst. Tamara wächst. Sie kann sogar schon stehen, wie sie, wenn sie sich festhält. Natürlich ist sie noch recht unsicher auf ihren kleinen Pumpelbeinchen. Man muss ständig auf sie aufpassen. Wann immer ich mich abwende, klettert sie auf den Tisch und schnappt sich, was ihre Händchen zu fassen kriegen. Gestern hatte sie beinahe einen Topf mit heißer Suppe über sich geschüttet. Ich glaube, ich werde die Müllers Tochter um Hilfe als Hilfe einstellen. Sonst fürchte ich, dass ich bald zu langsam für Tamara sein werde. Vor allem jetzt, da du fort bist und ich die Hausangelegenheiten sämtlich alleine versehen muss. Lieber Philipp, ich vermisse dich schrecklich und kann deine Rückkehr kaum erwarten. Ich bete jeden Tag zu Militele für deine Gesundheit und die unserer Tochter und darum, dass unsere Familie bald wieder vollständig ist. Hoffentlich ist dieser furchtbare Krieg bald zu Ende. Ich liebe dich für immer, dein Anna. Für immer? Dein Anna? Ist Anna vielleicht ein Mann? Für immer dein... Müsste das nicht heißen, für immer deine Anna? Ja, oder, ach. Nö, ist schon gut. Für immer dein Anna. Nicht für immer deine Anna, sondern für immer... Ich bin für immer dein Anna. Ist schon alles richtig. Das war ich ein bisschen neben der Kap. Okay. Der Baron hat hier einen alten Liebesbrief von Anna gelesen. Reden wir mal mit ihnen. Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten habe ich aus Nazair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen, wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da, die Gefüllten, in Sirikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Es ist immer hart, wenn Angehörige sterben. Dein Verlust ist sicherlich schmerzvoll, schrecklich. Aber wir hätten nichts tun können. Nein, weder jetzt noch in Zukunft. Es war zu spät, das war klar. Ich hätte früher handeln und dieses verdammte Wählen verlassen sollen. In diesem schmutzigen Sumpfloch hier, das konnte nicht gut gehen. Ja, wir müssen noch über deine Familie reden. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl.
Gibt es Neuigkeiten? Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Nein, ich sprach mit ihrem Fluchthelfer, der sie auch aufgenommen hat. Tamara ist wohlauf. Soweit ich verstanden habe, will sie dich weder wiedersehen noch zurückkehren. Ich traue keinem Bauerntölpel, der hier vielleicht geholfen hat. Ich muss wirklich wissen, dass sie sicher ist. Geh zu ihr. Überzeug dich, dass sie sicher ist. Ich glaube keinem anderen. Das machen wir noch. Das ist ja auch noch eine... Okay. Na gut, das mache ich. Ich bin dir dankbar. Nimm diesen Anreiz. Und das hier könnte nützlich sein. Was ist das? Ein Geleitbrief. Seit die Redanier sich des Pontartals bemächtigt haben, ist es verdammt schwierig, Novigrad ohne Geleitbrief zu erreichen. Also gut, du solltest sie beide finden. Was ist mit Anna? Die habe ich noch nicht, aber ich bin ja auf der Spur. Also, worauf wartest du dann? Dass du mir was über Ciri sagst, wie vereinbart. Na gut, ein Mann, ein Wort. Während Ciris Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern. Ja. Und? Dein Mädchen ist ein Glückspilz. Ein Wildschwein dieser Größe zu erlegen, wäre eines Festmahls König Volltests würdig, wäre er noch am Leben. Ciri! Komm, dir sollte die ganze Keule gehören, finde ich. Und ob. Ausgezeichnet, Mädchen. Nicht schlecht, aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschweinjagd? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden, da blieb mir nur mein Schwert. Nun, du hast es schön geschwungen. Wo hat man dir das überhaupt beigebracht? Ja, wir sagen nicht die Wahrheit. Hier und dort und überall? Nicht überraschend, wenn du allein unterwegs bist. Jetzt bist du nicht mehr alleine. Jetzt gehörst du zu uns. Stimmt. Du gehörst zu uns. Wir trinken zusammen, haben zusammen ein Wildschwein erlegt, aber wir haben keine Ahnung, wie du hergekommen bist. Eine Frau im Männergewand. Klinge auf dem Rücken. Was bist du eigentlich? Eine Söldnerin? Ja. Ja, so in der Art. Eigentlich sind wir ja eine Hexerin. Also Ciri ist aber nicht mutiert. So in der Art. Sagen wir, ich gehe meinen Geschäften nach und wenn ich was verdienen kann, schlage ich das Angebot nicht sofort aus. Ich fand's schon immer gut, wenn sich Mädchen in der Welt von heute verteidigen können. Schon gut, schon gut. Manche Frauen können Schwerter schwingen, ich kenne da eine. Aber Pferde können sie nicht besteigen, nur Schwänze. Sie reiten wie beschwipst, kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen. Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? Gerne. Worum wetten wir? Um das schwarze Pferd, das im Stall. Oh, das kommt nicht in Frage. Hast du etwa Angst vor dem Rennen? Was ist los? Hast du etwa Angst? Nein. Also, was ist los? Das Pferd gehört mir. Ein Wettreiten gegen den Baron selbst? Was für eine Ehre. Oh, das wird ein unvergesslicher Anblick. In der Tat. Abgemacht. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert. Abgemacht. An deiner Stelle würde ich nichts mehr trinken. Du brauchst einen klaren Kopf. Bei Tagesanbruch geht's los. Ja. Und spielen wir jetzt wieder Ciri?
Ich befürchte ja. Aber wenn wir jetzt Ciri spielen... Der Morgen dämmert. Bereit? Bereit. Wer zuerst beim Turm ist. Aufsteigen! Los, Ciri, mach uns keine Schande! Okay, wir besiegen ihn! Wow, 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 wow! Du bist scharf auf das Pferd, was? Hatte genauso eins! Nein! Hier, hier, wow, wow! Dein Schwert gehört mir! Ja, werden wir ja sehen! Ich bin kein guter Reiter! Schneller. Reiterin! Zeig ihr, wie es geht! Wir müssen die Ausdauer im Auge behalten. Ich bin da, hab mich einmal verhakelt. Beeilung, schneller! Gleich ist. Du bist scharf auf das Pferd, wa? Haha! Haben wir gewonnen? Du bist der Wind, keine Frau. Du hast dir das beste Pferd verdient. Es gehört dir. Vielen Dank. Was? Noch eine Chance zu gewinnen. Was? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was war die letzte Szene? Da war irgendwie ein bisschen durcheinander. Ah, wir werden gleich sehen. Noch eine Chance zu... Sie schrie wie eine Irre. Im Nu hatten alle die Wette vergessen. Alle rannten, um sich zu retten und riskierten sich dabei, den Hals zu brechen. Und? Habt ihr es geschafft? Manche schon. Andere hatten weniger Glück. Aber was dann geschah? Hexer, ich habe vieles gesehen, aber noch nie so etwas. Niemals. Oh nein, ich kenne diesen Blick. Du lernst schnell. Den Rest hörst du, wenn du meine Frau findest. Ich bin dran. Aber du kommst kaum voran. Sie haben sich getrennt. Daran hatte ich erst nicht gedacht. Keine Sorge, ich werde auch Anna finden. Nein, wir spielen nicht Quint. Das haben wir schon mal gefragt. Bis denn. Bis denn. Die Tama. Untersuche alle verbleibenden Spuren in. Und finde die Frau des Barons. Okay. Zufällig Wodka dabei? Nein. Beziehungsweise ja, aber nix. Ich habe Zwergenschnaps. Aber den brauche ich selber. Warte, Hexer. Wenn du meine Tochter findest, gibst du ihr bitte das hier? Eine Stoffpuppe? Mhm. Okay. Okay. Wir suchen aber erst die Frau, die Anna. Denn in Ochsenfurt war ich noch nicht. Aber, also wir suchen erst die Frau. Aber das machen wir, schauen wir hier, den Sonnenaufgang. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zugucken.
Und ich sag tschüss und ciao.